Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. So, weiter geht's. Ich habe jetzt offscreen gerade mal noch erneut meinen Streitkolben und meinen Brustharnisch ein bisschen repariert. Vielleicht schaffen wir es ja in dieser Folge. So, dann komm mal her. Vielleicht schaffen wir es ja in dieser Folge, das Oblivion-Tor zu schließen. Was ich aber ein bisschen bezweifle, weil das wahrscheinlich ja doch noch größer ist als gedacht. Habe ich so jedenfalls die Vermutung. So, auf jeden Fall haben wir direkt hier Action. Da ist auch noch einiges los in der Bude. Ja, was ist jetzt los? So. Wo ist jetzt die Spinne hin? Hier war eben noch eine Spinne. Hier war doch eben eine Detra-Spinne. Oder war die jetzt gerade beschworen worden von dem Zauberer da? Na gut, hat sich offensichtlich erledigt. So, was denn? Ich kann es kaum erkennen. Ah. So ein Xivilei-Heini. So. So, dann komm mal her. Dann nehme ich dich halt eben auch noch auseinander. Wie sie das gerne hätten. Gar kein Problem für mich. So, hier ging es schon wieder irgendwie raus oder weiter in die Höhle, keine Ahnung. Und ich warte mal, stopp mal. Und hier? Hier geht es auch raus. Das ist ja witzig. Sag mal, irgendwie haben wir in letzter Zeit echt Glück hier mit diesen Dingern da. Wie in Höhle zu schreien von der Spindle. Was? Was? Au, guten Tag. Wie geht's denn so? Kommt das Vieh jetzt hierher? Ich wirke mal gerade nochmal meine Zauber neu. Oh ja, schwere Rüstung verbessert, das ist immer gut. Oh, ein schöner Abercut. Hast du gerade vorbeigetroffen? Oh, nicht schlecht. Aber tja. Okay, irgendwie hängt das Ding. Ist das normal? Ah ja, Tatsache, es ist beschädigt. Interessant. Dann können wir hier erstmal nichts unternehmen. Dann gehen wir nochmal zurück. Dann können wir noch hier entlang gehen. Eieiei, ist hier Action. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt du. Ist ja alles beschädigt hier anscheinend. Scheiße, hier hat ihn beschützt. Oh, schöner Uppercut wieder. Nicht schlecht, nicht schlecht. Muss dich loben. Ah!
Schwert. So, aber ich gewinne den Kampf. Gerade so. Gerade so gewinne ich den Kampf. So, hier ist auch nichts. Hier ist auch beschädigt. Okay, ja gut, dann ist hier erstmal, können wir hier erstmal nichts machen. Dann gehen wir da wieder raus. Gut, dann können wir uns ja noch draußen weiter umsehen. Das ist auf jeden Fall draußen auf jeden Fall auch noch einiges, was wir noch nicht gesehen haben. So, weil wir können ja auch noch hier hoch. Was? Oh, wir haben Akrobatik jetzt nochmal verbessert. Nachdem ihr viele Stunden lang verbissen geübt habt, zu springen und euren Fall zu steuern, seid ihr jetzt ein Geselle der Akrobatik. Ihr besitzt nun die Ausweicheigenschaft. Wenn ihr abblockt, während ihr springt, weicht ihr in Sprungrichtung aus. Ihr rollt euch dann ab und entgeht dabei womöglich einen Angriff. Was? Wenn ihr blockt, während ihr springt... Aha, what? Aha. Ah! Ah, ja, okay, verstehe. Verstehe. So, Momentchen mal. Ich habe hier irgendwie einen Kampf getriggert, aber da können wir nichts machen, weil... Ist das da, wo der Aufzug beschädigt ist? Scheint nicht der Fall zu sein. Moment mal, wo geht's denn? Stopp mal, jetzt bin ich aber verwirrt. Oh mein Gott! Das war nicht geplant. Ja, du kannst so viel einschlagen auf mich, wie du willst. Du bist eh gleich schon... Alter, der ist ja richtig im Berserker-Modus. Siehst du, Sturm aus, oder? Aber hilft ihm nicht viel. Ich nehme ihn halt trotzdem auseinander. Moment mal ganz kurz. Boah, ich hatte schon gerade Angst. Ich komme hier nicht mehr hoch jetzt. So. Auf jeden Fall können wir dort oben, denke ich mal, dieses Tor da draußen öffnen. Hey, was ist jetzt los? Was war denn das? Hey, Brudi! Habe ich jetzt auf der 2? Nee, alles gut. Ich dachte schon gerade. Huch, nein, das wollte ich nicht. Das müsste ich wieder mein Schild haben, genau. Ist hier eigentlich irgendwie was Besonderes? Oh, ich sollte aufpassen. Wobei, eigentlich kann mir es eigentlich scheißegal sein. Ah, der hier hängt. Okay. Das war jetzt dieser Turm. Ja, aber es gibt hier noch einen. Es gibt da ja noch einen Turm. Warte mal, ja, den hatten wir da. Der hatte nichts dabei gehabt. So, ja gut, hier können wir nichts machen. Genau da hinten nämlich. Da würde ich mal noch gerne hin. Moment mal, gibt es... Gibt es vier Türme? Oder bin ich da jetzt gerade irgendwie falsch? So, hier hoch müssen wir. Oh, was hat der unter Wasser? Oh, wie geil! Oh mein Gott, ist das gut! Den behalten wir mal. Den behalten wir mal. So, war das jetzt hier... Ah ja, komm. So, jetzt. Und tschüss. So, der wird wieder unten aufgespießt. Ey, die Halskette könnte noch vielleicht hilfreich sein. Wer weiß. So, lass mich raten. Ja, hier wurde das Tor geöffnet. Oh, es wurden sogar beide Tore geöffnet. Oh ja, die nehme ich auf jeden Fall mit. Habe ich da gerade... Nochmal sehr... Oh, geil! Nice!
Habe ich jetzt gerade das Amulett nochmal gefunden? Nein, was hatte der jetzt für ein Amulett? Ne, warte mal. Unterwasseratmung? Unterwasser? Hä? Doch! Das, ich habe zweimal dasselbe Amulett gefunden. So, jetzt gehen wir aber mal noch hier rein, ne? Du hast nichts dabei. So, das wird jetzt nicht so einfach werden. So, du hast aber was dabei. Und, zack! Perfekt. So, komm mal her. Wo ist jetzt mal die drauf hin? Wieso ist der da ohne? Und wieso ist der da jetzt oben? Ich hab dir doch beschworen, während ich runtergefallen bin. Hey. So, geben wir ihm. Volle Breitseite. Ja, auf jeden Fall werden wir es nicht mehr schaffen, in diesem Part das Tor zu schließen. Weil bist du... Warte mal, hier... Ach, hier war ich doch gerade eben dran. So, ich muss jetzt hier nochmal... schön voll heilen. Wahrscheinlich kann ich auch schon wieder reparieren. Hier von da oben kamen wir ja, genau. So, hier ist Turm Nummer 2. Und war ich... Da doch, dort hinten war ich. Da sind wir ja in diese Höhle gegangen. Oh, guten Tag. Ich hoffe, ich störe sie nicht. Bei irgendwas. Hey. Auf jeden Fall bist du jetzt hinüber, Freundchen. So viel ist klar. Oh, ein bisschen Gold. Oh, das könnte jetzt böse ausgehen. Nein, oh Gott, das war aber wirklich mehr als nur knapp. Hey! Genau, perfekt. Gut, dann können wir jetzt theoretisch zum Hauptturm schon gehen, ne? Denke ich mal. Was für eine Quest habe ich eigentlich aktiv? Das ist irgendwie so ein bisschen verwirrend. Aber Zerstörungstraining. Aber warum habe ich da einen Quest-File, bitte? Sag bloß nicht, da sind auf der Karte markiert, wo die Bären sind. Das wäre so witzig jetzt. Das wäre mir dann auch gar nicht aufgefallen. Lol. Ich dachte gerade schon. So, gut. Warte mal, da oben waren wir aber nicht, oder? Wir sind ja direkt runter. Waren wir hier oben? Schon wieder vergessen, Alter. Das ist ja unglaublich. Was ist, wenn ich das jetzt betätige? Es passiert nichts. Auf jeden Fall ist das jetzt hier der Eingang zum Hauptturm. Und wer weiß, wie groß das mal wieder ist. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ah, ich sollte vielleicht auch nochmal mein Zeug reparieren. Ist, glaube ich, besser, wenn ich das mache. So, oh ja, definitiv. Ja, die sind so gut wie hin. Und ich sollte vielleicht auch noch jetzt die Beinschienen wechseln, weil jetzt ist, die sind jetzt ja wirklich gut mitgenommen. Ich habe auch nur Dietrich Stiefel dabei, die auch schon richtig angeschlagen sind. So, aber wir ziehen das hier an und dann passt das. So, und rein da jetzt. Let's go. So, hat ja jemand, will jemand ein bisschen Stress anfangen? So, dein Detroff gegen meinen und wir bekriegen uns hier hin. So,
So, da war ich wohl besser. Legendäre Seenfall. Das hört sich aber auch ziemlich krass an. So, hier ist doch bestimmt noch einer. Oh, das wollte ich nicht. Scheiße. Uiuiui. Wieso treffe ich denn die? Warte mal, was? Dreimal D-Troff? Dreimal D-Troff. Genau. Wo kommt der D-Troff jetzt auf einmal her? Oh, wir trinken mal lieber schnell einen Trank, damit wir uns ein bisschen wehren können. Jetzt habe ich mal getroffen. Hey! Oh, dieser Zauber hält viel aus. Müssen wir aufpassen. Oh, nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, was hier gerade passiert. Auf die Knie, Feigling. So. Mann, Lübbermann, also dieser Zauberer hier, der hat auch nicht eingesteckt. Das muss ich ihm lassen. Das muss ich ihm lassen. Der hat sich auch so gedacht, so, nee, nicht mit mir, Freundchen. Ey, wenn du gegen mich kämpfst, da helfen deine Streitkolben und Blitzzauber auch wieder gar nichts, ne? Und ich hatte ich. Ich gehe lieber nochmal auf Nummer sicher, ey. So, ich muss wieder Mana-Tränke brauen. Also Heiltränke gehen noch voll klar, aber Mana denke, ja, das ist schon wieder eine Sache für sich. So, wie viel gabeln da wieder rum, wie viele Gegner? So, ich mach schon mal wieder hier meine Traglas-Zauber. Mein D-Drauf ist gleich hin. Aber ich kann ja auch einen neuen beschwören. Ey, das ist unglaublich. Ich treffe nie. Ich treffe nicht, Alter. Ich habe manchmal so das Gefühl, entweder bin ich einfach nur mega scheiße. Oder... dieser Scheißzauber fliegt genau in dem Moment vorbei, wenn die irgendwie einmal nach links gehen. Jetzt habe ich mal getroffen. Ey, die haben meinen D-Troff schon erledigt? What? Oh, irgendeiner hat mich da mal gerade komplett weggehauen. Ich sehe nichts. Schon wieder. Die sind so krass im Ausweichen, die Dudes. Habe ich kein Schild mehr? Doch, ich wollte schon sagen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? So, einen haben wir schon mal. Und den zweiten haben wir auch. Ey, lieber Mann, du, ey. Moment mal ganz kurz, guck mal hier. Kannst du beide haben, schenke ich dir. Moment mal da. So, noch irgendeiner? Der Stress will. Oh, da ist einer noch gestorben. Man hat man D-Drauf sogar noch einen erledigt. Dann waren hier wirklich drei Leute nochmal. Oh, einen wunderschönen guten Tag. Hey.
So. Nummer 1. Da kommt ja direkt der nächste wieder an. So, und auch das hier. Komm schon, na, schlag ruhig mal zu, wenn du möchtest. So. Schlag ruhig zu mit voller Kraft. Alles, was du hast. So, Moment mal ganz kurz. Wo geht denn... Jetzt will ich aber mal was abchecken. Oder gab's nur eine Tür da unten? Oder gab's nicht zwei Türen? Das will ich jetzt wissen. Das will ich jetzt... Oh, das will ich jetzt wirklich wissen. Gab's nur hier diese eine Tür dort? Ich glaube halt wirklich, dass es nur jetzt gerade diese eine Tür hier gibt. Ich dachte halt immer, ich hätte jetzt hier wieder eine zweite gesehen. Wäre auch jetzt das erste Mal, glaube ich, wo wir in dem Hauptturm drin sind, ne, wo hier unten nur eine Tür ist. Okay, krass. Aber ich bin echt froh, wie gesagt, dass mal das hier wieder eine andere Gegend ist. So, hier geht's schon mal gut hoch jetzt. So, wisst ihr, was ich jetzt auch mal machen kann? Ey, wozu habe ich überhaupt die Tränke dabei für Ausdauer wiederherstellen? Okay. Da merkt man aber auch schon direkt, wenn man hier, wenn die Ausdauer, ne, voll ist, dann haut man auch nochmal ordentlich mehr Schaden raus. Ach, jetzt gibt es hier aber zwei Eingänge. Naja, immerhin. Ja, dann komm mal her jetzt. Da lähmt der Bastard mich einfach mal so auf Schnelle. Da lähmt er mich mal. Nochmal einen neuen Detro für dich. Was? Oh mein Gott! Hier ist einiges los. Einiges los. Ich habe keine Mana mehr. Scheiße. Dann schnell. Hier. Zack. Alter, wie er so weggeflogen ist. So, und ich kann mich nicht bewegen, weil ich entweder jetzt wirklich wieder zu schwer beladen bin. Ja, bin ich anscheinend. Dann, hier, nimm mal noch die beiden. Brauche ich auch nicht unbedingt. So, wo ist der Magiker hin? Magiker, genau. Der Magiker. Der Magier, wollte ich sagen. Der liegt hier tot, sehr schön. Aber da könnte ich ja auch noch die Beinschienen mitnehmen, ne? Zack und zack und zack und zack und zack. So, aber ich schätze mal, dass es hier noch nicht war. Hier gibt es bestimmt noch ein paar andere Dudes, die hier irgendwie rumgeistern. Oder? Hallo?
Ist hier noch irgendjemand, der Stress möchte? Oder war es das jetzt wirklich schon? Das würde mich wundern. Das war's halt schon. Dann kann ich ja jetzt ja noch Folgendes machen. Einmal kurz hier runter. Hey. Den Schaden nehme ich jetzt gerne mit. Nee, den definitiv nicht. Aber wir haben ja immer noch einen Ring dabei. Dann kommt der hier mal weg. Und der hier ziehen wir an. Und nehmen hier mal eben noch das hier mit. Na gut, das war's dann aber auch schon. Mehr geht nicht. So, perfekt. Nee. Wenn ich jetzt noch eine Schriftrolle oder so hätte, ja, nee, die hebe ich mir dann lieber sogar auf. Als ob wir das halt jetzt wirklich noch in diesem Part schaffen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Muss ich wirklich sagen. Na gut, dann entnehmen wir den Segelstein und gehen hier raus. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie noch einen anderen Turm übersehen irgendwie. So einen kleinen Turm. Aber ich glaube nicht, oder? Naja, egal, wenn es jetzt so sein sollte und ich habe was übersehen, dann ist es jetzt eben so. Können wir nicht mehr ändern. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall Schluss machen, würde ich sagen. Ich würde dann jetzt dann... Hier ist auch nicht irgendwo noch ein Gegner gespawnt oder so. Ich hoffe, unserer Dame dort hinten geht es gut. Moment mal, genau, das kann ich jetzt wenigstens mal noch abchecken. Dieser Questfall, was... Ah, das ist einfach nur, wo ich weiß dann, wo sie ist. Okay, gut, alles klar. Genau, und dann, wenn wir jetzt... Oh, warum hängt das gerade so? Ah, ich will lieber auf Nummer sicher gehen. Ach, ich kann mir sogar eigentlich hier nochmal gerade einen Segen abholen, oder? Komm, let's go. So. Perfekt, gut, dann werde ich Oskir nach Koroll reisen, dort verkaufen. Und dann werden wir dort jetzt dann in die Kämpfergilde gehen und dann dort die nächsten Quests machen. Ich freue mich. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und dann sehen wir uns einfach in Koroll wieder beim nächsten Mal bei Oblivion. Macht es gut, ciao.